Frankreich. Genau, ich habe gerade in Frankreich gefilmt mit Diane Krüger und die Italiener. Dann läuft gerade in San Sebastian auf dem Festival der dritte Film mit Fernando Trueba, der hat einen Oscar für Billy Bob. Also mein Körper ist mein Instrument und ich trainiere jetzt nicht auf Kraft oder auf Masse, aber ich muss mich natürlich fit halten, ganz klar. Das heißt fast. Das Gesundheitsmobil ist ein mobiles Therapiezentrum. Wir fahren zu den Firmen auf die Betriebshöfe und die Mitarbeiter kommen so, wie sie sind, vom Arbeitsplatz 15 Minuten in den Bus und machen ein Zirkeltraining. Und aufbauen und Druck! 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 Und ausatmen. Sehr schön. Ich muss mich gut fühlen, das ist mir wichtig. Und ob ich jetzt irgendwie noch mehr Bauch- oder noch mehr Rückentraining mache, wichtig ist, dass man es macht. Und deswegen finde ich so einen Bus hier eigentlich auch sehr gut, dass der dahin kommt, wo die Leute einfach sich bewegen müssen. Er wird heute mit unserem Mützenmann, mit dem Christoph Rommel, ein wenig häkeln und das für einen guten Zweck. Frühchen werden die Nutznießer sein von unseren Mützen, die hier gehäkelt werden. Da werden wir ein wenig Prominenz auf der Bühne haben. Herr Otto macht sich da definitiv sehr gut. Ah, ich habe verloren! Bei der Charity-Aktion im Kreativatelier selbst und schön. Es geht darum, süße kleine Mützen für Frühchen zu häkeln. Es ist sehr, sehr lange her, dass ich sowas gemacht habe. Ich lerne gerade wieder. Man lernt nie aus im Leben. Schwarz, ja, das muss man immer schnell wenden. Das mischen wir als Topping, das machen wir oben drauf. Das ist die Vorspeise. Viele, viele namhafte Köche kommen hier vom Hamburger Kochclub und geben richtig Gas. Und jetzt gerade ist Götz Otto zu Gast und das ist natürlich ganz toll. Für die Zuschauer auch, es gibt Autogramme und natürlich will ein oder andere Anekdote entlocken wir ihm schon. Das ist halt der große Unterschied. Ja, das ist natürlich auch so, Sie haben ja dann direkt das Theaterpublikum vor sich, geben ihm dann auch was zurück, wo Sie sagen, das ist eine ganz andere Art, weil im Film wissen Sie ja nicht, wie das auf die Leute wirkt im Publikum. Erstmal dazu. Ja. Die Suppe. Sehr lecker. Den bösewichtigen Charakter der Deutschen anbelangt, das hat natürlich auch. Ich meine, wir kennen ihn ja nur aus dem Fernsehen, von daher weiß man natürlich immer nicht, was die sonst so treiben. Aber ja, ganz schön, das mal live zu sehen, ja.